Hat sie da hinten, was hat sie da drauf? Ich hoffe, das gehört zur Kleidung. Ich bin auch, ja, man sieht hier die Blume. Und ja, ich bin auch schon ziemlich nass, man sieht es. Man kann durch die Kleidung gucken. Nee, kann man wirklich. Also durch, logischerweise nur da ganz oben. Wo muss ich jetzt lang? Nach links. Warte, wie? Alter. Das ist. Nee, nee. Nee, egal. Wie sieht sie jetzt aus? Verändert sich das? Wow, wie das. Okay. Das sah komisch aus. Von der einen auf der anderen Sekunde ist es einfach so umgesprungen gerade. So, kommt jetzt die Kleine wieder oder müssen wir jetzt. Oder was müssen wir jetzt machen? Erstmal dahin. Okay, da müssen wir anscheinend nichts machen. Denn. Ich muss doch bestimmt. Ja, genau. Habe ich mir schon so was Ähnliches gedacht. Warte, jetzt muss ich die auch noch. Gegen die. Och Mann, was? Also, ich habe das aber auch noch nicht ganz verstanden, was wir mit denen jetzt machen. Also, es ist ja. Wir bannen die, oder wie jetzt? Und wohin bannen wir die? Wer ist das denn? Och komm. Ja, nee, noch mehr Pfeile oder was? Wow, es war daneben. Das war daneben, ja. Oh, ich hatte wieder. Warte, das hat jetzt 87 Schaden gemacht. Wow. Hallo? Steh mal schneller auf. Das hat 35. Dass sie sich immer so teleportieren können, ist ätzend. Ich muss mich schon wieder heilen. Boah, was ist los hier? Wer sind die? Ganz Mädchen. Oh mein Gott, wo kommt ihr her? Kann das sein, dass die schon mit Eimer umkippen und ja, so gesehen weg sind dann, sterben, weiß ich auch nicht. Ha, nicht geschubst. Hat sie die Puppe in der Hand? Gib meine. Hallo? Nein. Wie sie eine mal schubsen will. Hä, komm. Ich wollte gerade sagen, guck mal, was ist denn das für eine Leiste? Aber die seht ihr gar nicht. Ist das. Ah, ich glaube. Ah, ich glaube, ich weiß, welche, was das für eine Leiste ist. Für unseren Erschuss ist das, glaube ich, die Leiste. Die ist gerade so auf 45. Naja, gut, der 50 jetzt. Und ich denke, wenn die auf 100 ist, dann können wir den
Schuss da wieder einsetzen, dass es mehr abzieht. Würde ich jetzt mal sagen, vermute ich ja. Oder ist noch neben mir irgendwer? Na. Ja. Komm schon. Umdrehen. Dreh dich doch, schnell. Wieso dreht sie sich nicht um? Oh Mann, was soll das denn? Ach Mann. Jetzt habe ich das. Scheiße. Jetzt habe ich das falsch eingesetzt. Sie läuft auf mich zu und teleportiert sich weg. Ja, endlich mal ein Schnappschuss. Wurde auch mal Zeit. War's das? Ich glaube, das war's. Yeah! Cool. Eine Opferpuppe lag auf dem Boden. Ich sollte sie zurück auf die Puppenauslage legen. Wo liegt die jetzt? Genau? Hä? Hallo? Hallo? Wo liegt die? Oder hab ich die aufgehoben schon? Das kann sein. Es hat sich so angehört, als hätte sich unter der Puppenauslage etwas bewegt. Das Holzgitter, das die versteckte Treppe versperrt hat, hat sich nun geöffnet. Wenn das so einfach wäre, einfach eine Puppe darauf tun und ein Holzgitter entfernt sich von selbst, ja, wieso nicht? Okay, wir sind jetzt hier. Sind wir jetzt da, wo ich denke, wo wir sind? Nö, nicht wirklich. Okay, dann weiter. Wir gehen mal am besten hier ein bisschen schnell durch. Ich hasse es im Wasser. Oh, ich hätte ein Foto machen können müssen. Durch ein Loch in der Wand kann ich eine andere Höhle erkennen. Der Gang scheint mit elektrischen Lampen beleuchtet zu sein. Wo er wohl hinführt? Was muss ich hier fotografieren? Oh, sie. Nein! Oh Mann! Wasser strömt aus der Höhle. Im Inneren scheint es einen großen Hohlraum zu geben. Okay, hier gibt's wieder ein paar Sachen zum Aufheben. Weihwasser. Und eine Box. Mit Glut. Die Tür ist verschlossen. Das Schloss ist kaputt. Okay, jetzt ein bisschen im Kreis. Aber hier gibt es trotzdem noch zwei Wege. Oh, nee. Gut.
Eine Sackgasse. Dort fließt Wasser einen Abhang hinunter. Es sieht so aus, als würde unten etwas im Wasser treiben. Ja, eine Puppe. Oder meint sie noch weiter unten? Ne, hier ist falsch. Hier ist falsch. Müssen jetzt hier lang. Junge, was ist das für eine Höhle? Unter den Stalaktiten befindet sich eine Laterne. Das ist ein Film, naja. Was haben wir hier? Nichts. Oh mein Gott, jetzt muss ich da durchs Wasser krabbeln. Wie schlimm. Wow, eine riesige. Manchmal komisch. Und dann ist das so in diesem, ich kann Filme machen, Fotos machen. Und wenn ich dann eins gemacht habe, dann geht's nicht weg. Jetzt habe ich noch eins gemacht und dann ging es erst weg. Keine Ahnung. Hinter der Kiste ist ein Abhang. Das Wasser fließt dort hinunter. Die Kiste ist fest verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Wir sind ja überall. Kisten oder das ein Arm. Den ich. Och nein. Aber oh mein Gott, warum ist sie da in der Kiste und lebt? Guck mal, es ist auf 100 und wenn ich das jetzt einsetze. Ah, okay. Also es ist wirklich immer bei 100 kann ich das einsetzen. Thank you.
ist das für ein Geräusch? Ja. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Ich denke, das war gut. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt von diesem Geräusch, was da die ganze Zeit ist. Okay, das war da, wo sie drin lag, wie auch immer sie da reingepasst hat. Ja, ob da auch einer drin ist, würde ich eigentlich gar nicht, würde ich eigentlich nicht wissen. Und hier würde es theoretisch auch noch weitergehen. Ein Iris-Motiv ist im Schloss eingraviert. Also da ist noch ein Weg, aber der ist verschlossen. Gut, also wir haben jetzt Haruka gefunden und... ist irgendwie... Der müssen wir noch erklären, dass... Den müssen wir gleich noch erklären, dass Fuyui sich umgebracht hat. Der hat sich ja aufgeschlitzt. Ist die überhaupt noch hinter uns? Ja. Na, man weiß ja nie. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Project Zero Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.